Die Generalprobe ist nur bedingt geglückt. Ganz guten Auftritten gegen Tschechien und Österreich folgte eine so sicherlich nicht eingeplante 2-3-Pleite gegen Frankreich. Wir waren allerdings beim 3-1 am Samstag gegen Österreich, übrigens mit Navarro-Coach Benedikt Frank an der Seitenlinie vor Ort. Da war die Welt von Trainer Martin Frignes noch in Ordnung. Ja, wir spielen halt stark zusammen. Wir sind jetzt 2 Wochen unterwegs beim Lehrgang. Die Spieler kennen sich auch ganz gut von letztes Jahr mit einer EM und einer WM. Und das Zusammenspiel funktioniert ganz gut. Besonders im ersten Satz zeigte das Team um Kapitänin und Zuspielerin Corinna Glab, bestens Bekannte aus der Zweitligareserve der Roten Raben Vilsbiburg, welches Potenzial in ihm steckt. Mit 25-8 wurden die Österreicherinnen förmlich vom Parkett gefickt. Danach holperte es aber dann aufgrund einiger Umstellungen etwas. Wir haben halt viel durchgewechselt, weil wir jetzt noch ganz viel ausprobieren wollen. Weil wir haben ja noch 14 Spieler und 2 werden noch aussortiert und deswegen hat er so viel gewechselt. Und dann war es dann immer schwer für die Neuen reinzukommen oder halt auch dann wieder zusammenzufinden. Aber ich fand, wir haben das dann wieder gut gelöst dann in den nächsten Sätzen. Satz 2 holte sich die DVV-Auswahl dann noch mit 25-21. Doch in Abschnitt 3 summierten sich die Fehler immer mehr und somit ging dieser mit 22-25 weg. Da stachelte dann offenbar nochmal den Ehrgeiz an. Mit 25-19 holten sie sich Durchgang 4 und damit das Match mit 3-1 setzen. Aber nicht nur die anschließende Pleite gegen Frankreich, sondern auch schon diese Partie gab Frignes einigen Stoff zum Nachdenken. Wir lassen uns ein bisschen runterfallen. Der erste Satz ist sehr, sehr stark und dann fällt das Niveau mit zu vielen Eigenfehlern leider. Müssen wir heute noch mal Video gucken. Leider nicht gut ging das Videostudium für Glabs Mannschaftskollegin Naomi Janetzke aus. Wie die dritte Vilsbiburgerin im Bunde, Paula Hötschel, die schon vorher aussortiert worden war, schaffte die Außenangreiferin es nicht in den letztendlichen Zwölferkader für die Spiele gegen Lettland, Portugal und Polen. Aber alleine die Nominierung an sich war für die 16-Jährige eine Riesensache. Also natürlich freue ich mich total und auch wenn ich jetzt nicht Stamm spiele oder so, finde ich das ist ein super Ding und das ist so das Höchste, was man in der Jugend erreichen kann. Deswegen bin ich stolz, hier dabei zu sein. Ja. Damit hält nur Glab das Rabenfähnchen hoch beim Heimturnier und hofft auf dementsprechende Fanunterstützung. Ja, ich glaube schon, dass es ein Heimvorteil ist. Vor allem, wenn wir dann zum Beispiel das letzte Spiel noch gegen Polen, ich glaube, wird ein richtig gutes Spiel. Vor allem, haben wir noch ein bisschen Glück mit den Zuschauern. Also ich glaube, das Heimvorteil ist schon besser, hilft uns auf jeden Fall. Morgen startet die DVV-Auswahl gegen Lettland, am Freitag geht's gegen Portugal und das wohl entscheidende Match um das Ticket steigt dann am Samstag gegen die in etwa gleich stark einzuschätzenden Polinnen. Für Glab und Co. heißt es aber, gegenüber dem Auftritt in Straubing sicherlich nochmal eine Schippe draufzupacken, wenn man das Turnier gewinnen will.